Sie ist, man muss wirklich sagen, eine Rampensau geworden. Von wem Stefanie Hertel hier im bunte.de-Interview spricht? Von Johanna, der gemeinsamen Tochter mit Schlagerstar Stefan Ross. Scheint, als hätte die 21-Jährige das musikalische Talent ihrer Eltern geerbt. Denn diese stehen schon seit Jahrzehnten auf der Bühne, anfangs sogar gemeinsam. Mit 15 Jahren verliebt sich Stefanie, die Tochter von Schlager-Ikone Eberhard Hertel, in den damaligen Trompeter Stefan Ross. Schnell stehen die beiden gemeinsam im Rampenlicht, gelten lange Zeit als das Traumpaar der deutschen Volksmusik. 2001 kommt ihre gemeinsame Tochter zur Welt, 2006 geben sie sich das Ja-Wort. Alles scheint perfekt, bis ihre Ehe 2012 zerbricht. Mittlerweile hat Stefanie Hertel im Musiker Lenny Lehner ihre große Liebe gefunden. Bunte.de trifft das Paar auf dem roten Teppich im Europapark in Rust. Anlass ist der 75. Geburtstag sowie das Firmenjubiläum von TV-Produzent Werner Kimmich. Im Interview platzt Stefanie fast vor Mutterstolz. Die Johanna, die hat sich im Laufe der letzten Jahre einfach immer mehr auch zum Bühnenmensch gemausert und hat unglaublichen Spaß, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Und das ist für uns natürlich ein wundervolles Gefühl, sie so zu erleben und gemeinsam mit uns auch diese Auftritte mit More Than Words auf der Bühne zu stemmen. Und sie ist, man muss wirklich sagen, eine Rampensau geworden. Wir sind jetzt auch im Oktober wieder viel unterwegs. Wir sind dann tatsächlich auch mit Bonnie Tyler jetzt zum dritten Mal hintereinander jetzt schon auf Tour. Und die Johanna war zum ersten Mal mit dabei, das war 2019 im Olympia in Paris, also eines der prestigeträchtigsten Häuser auf diesem Planeten, und hat dort ein Debüt gegeben, das war nicht von dieser Welt. Also die ist auf die Bühne rauf und war sofort zu Haus, und ja, der Weg für sie ist noch lange und groß und weit, und wer weiß, was da alles noch auf sie zukommt. Auch Ex-Mann Stefan ist an jenem Abend zu Gast. Zwar schreitet er allein über den roten Teppich, abseits der Kameras wartet dann aber seine neue Liebe auf ihn, Eva Luginger.